Hallo und herzlich willkommen zu den Nachtgedanken. Heute habe ich wieder mal was für euch von Kurt Tucholsky. Viel Spaß. Der Ehekrach. Ja. Nein. Wer ist schuld? Du. Himmeldonnerwetter, lass mich in Ruhe. Du hast Tante Clara vorgeschlagen. Du lässt dir von keinem Menschen was sagen. Du hast immer solche Rosinen. Du willst bloß, ich soll verdienen und verdienen. Du hörst nie. Ich red dir gut zu. Wer ist schuld? Du. Nein. Ja. Wer hat den Kindern das Rodeln verboten? Wer schimpft den ganzen Tag nach Noten? Wessen Hemden muss ich stopfen und plätten? Wem passen wieder nicht die Betten? Wen muss man vorn und hinten bedienen? Wer dreht sich um nach allen Blondinen? Du. Nein. Ja. Wem ich das erzähle und mir das einer glaubt und überhaupt und überhaupt und überhaupt. Ihr meint kein Wort von dem, was ihr sagt. Ihr wisst nicht, was euch beide plagt. Was ist der Nagel jeder Ehe? Ein langes Zusammensein und zu große Nähe. Menschen sind einsam, suchen den anderen, prallen zurück, wollen weiter wandern. Bleiben schließlich. Diese Resignation. Das ist die Ehe, wird sie auch monoton. Zankt euch nicht und versöhnt euch nicht. Zeigt euch ein Kameradschaftsgesicht und macht das Gesicht für den bösen Streit. Lieber, wenn ihr alleine seid. Gebt Ruhe, ihr Guten, haltet still. Jahre binden, auch wenn man nicht will. Das ist schwer, ein Leben zu zweien. Nur eins ist noch schwerer, einsam zu sein. Ich wünsche euch eine gute Nacht.